Tag YouTube, ich begrüße euch zu einer neuen Runde der Goldpromo. Wir stehen gerade 1-1, das ist das dritte Spiel. Das Team von denen ist super tanky, Tanks sind gerade voll stark. Aber wir werden trotzdem ins Gesicht hauen. Den. Ich hoffe ich zumindest. Ist der Plan. Das Gute ist, wir haben eine Wayne als AD-Carry, weil die, Ah, okay. Ach so, das ist natürlich übel witzig. Ja, ihr auf YouTube, ihr seht den Chat noch nicht. Der Chat kommt dann so in den nächsten 4 Beiträgen oder so. Ab dann ist der Chat auch... Scheiße, ich verdrehe das immer. Da oben lesbar. Da, wo jetzt meine Hand rausglitscht. Ich bin aufgeregt. Pop aufgeregt. Ein Win wäre cool. Ein Win wäre jetzt ziemlich cool. Ha, vor allen Dingen, weil ich Lissandra bin, deswegen wäre es richtig cool. Schade, weil ich das ja mit OBS hier gerade streame und aufnehme, kann ich nicht irgendwie großartig was reinschneiden. Ansonsten hätte ich jetzt so einen Pandog reinschneiden können. Wie beim Blue Trader Unboxing. Ach, Mann. Ich liebe den Pandog. Kennt ihr den? Also diesen Husky, der so... Weißt du, wenn er so ein... Ja, ihr wisst schon. Sorry. Der fängt... Okay. Ich helfe dir, Knilch. So. Ich habe auch übel Bock zu jungeln gerade, also so tanky zu jungeln. Irgendwie Zack oder so. Zack geht gerade, glaube ich, übel ab. Gerade in High Elo geht er richtig ab. Und hier traut sich einfach noch gar keiner ran an Zack. Aber er ist halt trotzdem ultra stark. Und gerade, weil sich keiner rantraut, ist er halt noch stärker. Oh. Alter, ich habe irgendwie ganz komische FPS-Lags. Es ruckelt manchmal so ein bisschen. Alter, ich hasse so eine Leute. Guck mal, ich kann die Mode spammen. Guck mal, ich bin voll die arrogante Mistsau. Geht weg, Minions. Du kriegst ins Gesicht, Garen. Schöne ist halt, ich kann ihn halt festhalten. Genau so. Ich muss mich jetzt gerade vergewissern, dass er auch Teleport mit hat. Das passiert mir so oft, also, dass ich irgendwie einen Safe Kill zu schnell provoziere oder so. Und ja, weil der Gegner dann auf einmal einen anderen Summoner mit hat, als ich erwartet habe. So, dann kommt Udia Knecht. Ich hoffe nicht allzu bald. Stirb. Ich denke, es ist auch hilfreich, wenn ich einfach ab und zu dem Garen Auto-Text ins Gesicht drücken kann. Ich bin sehr gespannt, wie er kaufen wird. Ich meine, Garen ist, glaube ich, auch ganz gut dran, gerade durch die Items. So ein Righteous Glory steht ihm, glaube ich, richtig gut. Und auch mit dem Barmy Cinder, das neue Sunfire, ist, glaube ich, richtig, richtig gut für den. Vielleicht muss ich einfach auch ein bisschen mehr pushen. Aber ich weiß nicht. Lol. Alter. Herr Berges und die Emotes sind real. Hmm.
Ah, noch niemand gestorben. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Unten Mitte wird gegankt. Ist das unser First Blood? Ich glaube, sie ist geflasht. Schade. Ist wohl noch nicht unser First Blood. Garen ist halt auch echt auf Sustain gegangen hier. Hat sich zwei von den Jewels geholt. Ja, gut, da habe ich mich jetzt einfach so irgendwie, dachte ich, nee, ich weiß nicht. Ich habe gar nicht nachgedacht. Hab dich. So, mal schön Last hitten, dann kriege ich Mana wieder. Oh, ich habe einen Zauber for free. Little boy. Nein. Das Mana reichte nicht. Oh, na? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, Mann. Mann! Alter Vater, ey. LOL! Kacke. Mit Ahri habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe... Scheiße, ey. Oh Mann. Ich denke, ich werde hier einfach ein bisschen reinpushen. So, jetzt gehe ich back. Alter, dieser Typ, der bleibt halt übel lange auf der Lane. Aber er kann es auch. Andererseits. Kacke. Oh, die sind ja richtig low. Oh, und da ist die Ahri. Mache ich das jetzt so? Oder weil ich es kann? Ich glaube, ich mache es mal so tatsächlich. Einfach mal, um es auszuprobieren. Oh, 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 oh. Los, tötet ihn! Wo ist eigentlich Wayne? Alter! Was war das denn? Warum haben die so lange geschlafen, ey? Wir waren doch in der Überzahl. Wir haben doch... Junge, Junge. Ach du Kacke. Wow. Scheiße. Das war ultra unkoordiniert und schlecht. Alter Vater, ey.
Ich meine, was war denn das? Was war das von der Wayne? Wieso war Wayne überhaupt? Wieso war Wayne so spät da? Was haben die gemacht? Das hätte so gut für uns werden können. Wir waren ja eigentlich in der Überzahl. Aber okay. Ich konnte halt nichts machen. Also, ich meine, ich habe sie fast getötet. Aber mehr konnte ich nicht machen. Weil ich ja dann einfach festgehalten wurde. Das ist super ärgerlich. Was war das denn für ein Anzeigebug? Habt ihr das gesehen? Nicht, scroll zurück. Ich habe meinen Q geworfen und er ist halt durch den Minion durchgeflogen und der Schaden kam erst viel, viel später. Dadurch habe ich dann nicht mehr lasten können. Ja, ich weiß, ich lastete irgendwie. Mein Farm stinkt so oder so. Nicht worth. Nicht worth. Kacke. Ich meine, es ist alles noch drin, aber es ist. Ja, es ist nicht gut. Alter, der Berg ist, ey. Oh Mann, jetzt nervt Garen langsam. Was hat er sich eigentlich geholt? Okay, aber jetzt nur Righteous Glory. Warum auch nicht? Das Item ist gerade so stark. Okay, kommt da noch was? Ich glaube, gerade mit der Wayne haben wir an sich ja keine schlechten Karten. Und auch Cassiopeia ist ja late fett. Müssen wir mal schauen. Mal schauen, was. Okay, Udia holt sich auch. Oh fuck. Was? Ich dachte, ich kann das damit canceln. Also, dass er es einfach, dass er es einfach quasi ins Nichts castet. Also, das fand ich jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Ich meine, die Animation war ja schon da. Also, zumindest, er hat sein Schwert in den Boden gerammt. Ich dachte, damit wäre jetzt die Ulti weg von ihm. Aber der spielt auch keinen schlechten Garen, ey. Nee, das ist halt das Schlimme gerade. Na gut, Cassio steht ja nicht schlecht, aber an sich gewinnt gerade keine Lane. Das ist furchtbar. Aber es kann auch gut werden. Alter, ey. Der ist halt richtig annoying. Garen ist halt eigentlich an sich jetzt nicht so ein schwerer Gegner. Was halt an Garen nervt, ist, dass er halt nicht stirbt. Und vor allen Dingen, ja, er ist halt gerade super stark, ne? Also, ich meine, Righteous Glory, ich kann es von mir aus jeden Stream sagen, ist gerade so ein ultra starkes Item. Ich meine, das Ding ist total broken. Naja. Und der macht jetzt halt echt den Garen, ne? Im Busch stehen. Warten. Na du. Echt, ey. Im Busch stehen und warten.
Und dann rauskam. Na los, na los, na los! Xen! Muss mich eigentlich verarschen. Das hätte... Und sie sterben! Es ist unfassbar! Es ist... Ich konnte meine Ulti nicht machen, weil es... Was soll man dazu nur sagen? Hi Zero Miro. Also das ist halt echt... Nee. Nein, er hat's echt nicht verstanden. Xin ist, glaube ich... Ich meine, das steht auch jetzt 1-4 halt. Ich stehe auch 0-3, aber wegen so einer Aktion. Ich bin vorhin... Also, ich hatte einen Tod. Wo ich sage, ja, okay. Okay, da hat er mich fertig gemacht. Gut. Weil es halt auch komisch war mit der Ulti, ne? Aber unten die Aktion, da war das total behindert. Da hätte ich nicht sterben müssen. Aber irgendwie wollten die nicht. Die wollten einfach nicht fighten. Beziehungsweise, die wollten gar nichts. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Jetzt macht der halt langsam echt Damage. Ich brauche da nicht hin TP'en, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Jetzt. Ich habe den TP irgendwie aus Versehen abgebrochen. Alter, ich könnte mich gerade so selber schlagen, ey. Ich habe aus Versehen den TP abgebrochen. Ja, so viel zu... Ja. Ach du Scheiße, ey. Vor allen Dingen jetzt... Also da war die Situation echt gut für uns. Und? Na, kann sie noch was reißen? Alter, aber habt ihr gesehen? Ich hab ihn halt... Das nenne ich mal ein Outplay. Habt ihr das gesehen? Alter. Mensch. Aber schade, dass er nicht gestorben ist. Das hätte ich mir gewünscht. Wobei ich jetzt halt einfach gehen muss. Weil jetzt geht er zum Tower und schlägt einmal drauf. Dann ist der Tower down. Ich meine, ich glaube, wir können schon noch was reißen. Ja, gut, der holt jetzt den Top-Tower. Aber es wird halt echt schwer. Aber manchmal reicht halt ein Teamfight, ne? Wenn wir Wayne dazu kriegen, noch fetter zu werden, ey. Nice. Wo wir bei Wayne sind. Dann wird es, glaube ich, ganz gut. Ja, nein. Jetzt geht er auf ihn drauf. Der ist so ein Retard. Alter, ey. Ne?
The Watchers will return. Oh, Kauke Eternity. Dieses Item ist halt. Alter, ey, der hat's noch nicht mal, aber der hat halt sein Sunfire Cape. Damit ist er schon stark. Und wenn er jetzt gleich noch das Righteous Glory hat. Achso, nee, der holt sich erst Lamox. Der war gut. Ich will meine Ulti eigentlich nicht auf Garen machen. Habe ich meine Ulti gerade auf mich gemacht? Oder hat Garen mich gerade in der Ulti geultet? Yay, hört sich gut an, Zero Miro. So, machen wir den hier. Ja. Tja. Der gute Schlaraffen-AP, der hat auch irgendwie letztens eine Gold-Promo gehabt und hat die auch auf YouTube hochgeladen. Bitte engage jetzt nicht. Hätte ihn bekloppt. Aber ich glaube, ich kann auch was reißen. Nummer 1. Nein, sie hätte. Oh, die Wayne! Diese Wayne! Alter! Was war das? OMG, das war's. Ach du Kacke, was war denn das für ein Missplay? Die hätten wir alle haben müssen. Und das meine ich. Ich sterbe immer. Aber es wäre okay zu sterben, wenn die anderen dann was draus machen. Ich meine, jetzt haben wir zwei geholt und die anderen beiden hätten tot sein müssen. Oh, ich hasse. So ein Udia muss halt verlieren, ne? Weil er steht 8-1. Es wird halt richtig hart. Auch Garen halt, der ist gerade echt stark. Aber das sage ich ja schon die ganze Zeit. Ich hasse so eine Leute. Ja, nee, das ist halt echt ein Riesenproblem. Wir hatten halt einfach, wir haben in jeder Situation, wo wir einen Teamfight machen, wenn ich dann sterbe, ist es vollkommen okay. Aber sie machen nichts draus. Ich sterbe in Situationen, wo wir die fertig machen können. So. Und da war der Drake Nummer 3. Schade. Na. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie.
Sind alle so fett, ey. Ja, das ist halt. Es ist halt echt mies. Ich meine, wie gesagt, es stört mich dann gar nicht so zu sterben. Aber es passiert. Es wird halt nichts draus gemacht. Also vor allem, ich meine, ich erwarte ja nicht, dass wenn ich jetzt mich catchen lasse und total dumm stehe und dann sterbe, dann erwarte ich ja jetzt nicht, dass mein Team auf einmal irgendwie Turnaround und ein Ace erzielt. Das ist ja damit nicht gemeint, aber an den Punkten, wo ich gestorben bin, war es immer so, dass es eigentlich viel besser für uns stand. Und das ist halt das, was mich wirklich stört. Diese Gegner sind halt so unfassbar tanky, aber die kaufen auch, außer Garen halt, ne? Aber die kaufen halt echt viel Rüstung. Das ist total dumm. Gegen Wayne bringt das halt einfach nicht viel. Lass dich noch mehr baiten, ey. Das ist halt unser Vorteil. Sie kaufen echt viel Rüstung. Super viel Rüstung. Das heißt, Wayne kann trotzdem Schaden machen, weil True Damage. Ja, wenn wir den töten können, das ist auch super viel wert. Okay, wo ist Wayne? Ich muss ihn festhalten im Tower. Ich komm, ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Scheiße. Ich komme einfach nicht schnell genug voran mit meinen Kackboots. Ja, und oben pusht Garen durch. Wir sind so am Arsch. Es steht 16:30, ey. Das ist halt einfach wirklich hoffen, okay. Cool, es steht 1-2 dann. Einfach hoffen, dass die nächsten beiden Games einfach gut laufen. Und er spielt halt den Garen und jetzt nicht so schlecht. Kann man auch nichts gegen sagen. Aber es ist interessant, ne? Also ich meine, so von der Logik her, dadurch, dass sie jetzt die Tanks einfach so krass buffen. Ich bleib oben. Ich kann TP'n. Dadurch, dass sie die Tanks so krass buffen, countern sie so ein bisschen oder versuchen halt die Meta zu ändern auch, oder? Ich meine, gegen Assassins sind halt Tanks gut. Tanks nimmst du halt mit dieser Meta auseinander. Ah gut, ich bin zu langsam. Ich meine, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Also, weil Assassins versuchen ja an relativ weichen Zielen mit einem Mal schnell viel Schaden anzurichten. Versuchen halt wegzubursten. Und dadurch ändern sie halt die komplette Meta, wenn sie sagen, hier, Tanks sind wieder gut, es werden viele Tanks gespielt. Dadurch sind Assassins nicht so sinnvoll, sondern so halt Midlaner mit kontinuierlichem Schaden.
Mit Seraph und sowas, ne? Oder halt auch zum Beispiel ein Victor. Ich meine, klar, jeder AP-Lack burstet irgendwo. In einem gewissen Punkt. Aber manche halt noch krasser, so wirklich One-Hit-Burst, so eine Syndra oder so. Und manche können das mehr über die Zeit austeilen. Also können mehr Schaden dann austeilen. Nicht so viel an einem Punkt. Scheiße, ey. Wo waren die? Wayne macht den Rip-Buff! Es ist unfassbar! Diese Wayne! Es ist doch nicht so, dass sie keinen Schaden macht. Aber was macht sie? Sie macht den scheiß Red-Buff, oder was? Sie... Alter! Die waren... Ich meine, die waren ja jetzt wirklich easy. Udyr und Ahri. Gerade der Udyr, das ist so wichtig, wenn der stirbt. Und der hat nur Rüstung, die zerreißt ihn doch trotzdem. Ich verstehe das echt nicht. Was die sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich nichts. Also ich meine, das ist halt so ultra bad. Was soll denn der Scheiß? Xin engaged die ganze Zeit auf Garen. Macht ihm ungefähr 0 Schaden. Alter, ey. Das ist halt super, super heftig. Ich meine, vielleicht kommen wir ja nochmal wieder. Wie gesagt, Kassel wird halt hoffentlich stark. LOL! Weil sie ihren E auf mich getroffen hat. Ja, ich mach danach noch. Klar, ich mach die Promo jetzt durch. Und wenn ich danach halt das Match verliere, dann ist die Promo halt durch. Alter, nee, ey. Weil man sagen könnte, ja, gut, das können wir surrendern. Ich meine, wir können die so fett festhalten und so und dann auseinandernehmen. Aber halt die Fresse, Thresh. Aber das ist halt echt, echt nervig. Ja, komm. Aber seht ihr das? Sogar dem macht sie halt super viel Schaden. Ich komme. Oh, und, ich komme. Nice! Weil er nämlich... Da ist halt unser Vorteil. Wir haben einen riesen psychologischen Nachteil, High Emsor, und einen riesen psychologischen Vorteil. Nachteil: Es läuft scheiße. Vorteil: Die sind übelst arrogant. Durch so eine Plays wie gerade haben sie einfach auch bewiesen, wie arrogant sie sind. Oh, sie haben Baron.
Nee, morgen Nachmittag bin ich unterwegs. Dienstag generell kann ich nachmittags nicht streamen. Da bin ich immer Plasma spenden. Ja, ganz im Ernst, ohne Optimismus und hey komm, wir können das schaffen, wirst du es einfach nicht schaffen. Ich meine, gerade hier in der Elo, ich meine, da ist niemand so gut, dass er halt krasse Superplays macht meistens. Da wird alles entschieden durch, also nicht alles, aber da wird halt viel entschieden durch Psychologie. Ja, gut. Also ich meine, weil... Ja. Komm doch, Garen. Komm doch. Komm doch, Garen. Ja. Wow. Das war halt richtig schlecht.